Alexander Graf Lambsdorff, der neue deutsche Botschafter in Moskau, hat seinen Dienst offiziell angetreten und wurde gleich mit scharfen Vorwürfen empfangen. So kritisierte das russische Außenministerium die so wörtlich konfrontative und unfreundliche Haltung Deutschlands. Eine langjährige Kooperation werde durch die unvernünftige Russophobie zerstört, hieß es aus dem Ministerium. Graf Lambsdorff will trotz der mehr als angespannten Situation zwischen den beiden Ländern einen professionellen Kontakt aufbauen. Seine Hauptaufgabe werde sein, der Bundesregierung eine fundierte Analyse der russischen Politik zu liefern. Da frage ich nach, aus Moskau zugeschaltet, unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner. Christoph, denn was kann denn auch dieser neue deutsche Botschafter in Russland in diesen wirklich schwierigen Kriegszeiten überhaupt diplomatisch bewirken derzeit? Also wie ich da auch das Interview, was Alexander Graf Lambsdorff wohl gegeben hat, auch deutschen Medien, oder ein Statement, was ich da herausgelesen habe, ist, dass vor allem versucht wird, die russische Politik zu analysieren und diese Analyse dann auch der Bundesregierung zur Verfügung zu stellen, damit man dann eben sich auf all diese Unwägbarkeiten in diesen schwierigen Zeiten einstellen kann. Ich denke, das ist tatsächlich ein äußerst wichtiger Teil des Jobs des Botschafters. Ob er viel mehr machen kann als das, kann ich so nicht beurteilen. Da habe ich keine Einblicke in die Interna. Was ich mir vorstellen kann, dass es momentan sehr schwierig ist, mit der russischen Seite auf im offiziellen Bereich zu sprechen, weil die Fronten eben extrem verhärtet sind. Wir haben das ja auch gerade gehört. Du hast es selbst anmoderiert, dass man Deutschland hier vorwirft, konfrontative, unfreundliche Politik zu betreiben, dass hier in Deutschland Russophobie herrsche. All das sind natürlich keine Worte mit einem warmen, freundlichen Empfang, sondern das ist eigentlich auch von russischer Seite, ich glaube, man muss es sagen, wie es ist, ein doch sehr konfrontatives Vorgehen gegenüber dem neuen deutschen Botschafter. Aber es ist eben so, wie es ist. Und das große Problem, was alle europäischen, westeuropäischen Botschafter haben dürften hier, ist, dass die Russen natürlich schon auch ihre Prioritäten haben, nämlich die USA. Und dass im Prinzip in den Augen die Amerikaner diejenigen sind, mit denen man reden muss, wenn man in der Ukraine-Frage weiterkommen will. Und leider ist es so, dass sehr viele hohe russische Beamte die westeuropäischen Länder, zu denen ja natürlich auch Deutschland gehört, immer wieder auch als Vasallen der Amerikaner bezeichnen und sagen, dass die Amerikaner die Richtung vorgeben und der Rest nur hinterher trabt. Und so kann man sich also auch vorstellen, dass dann ein Botschafter aus Deutschland, Frankreich, England mit Initiativen da nicht besonders weit kommen wird, weil man immer darauf wartet, was die Amerikaner sagen. Die Amerikaner sind in den Augen der Russen die westliche Hegemonialmacht und alle haben das zu tun, was die Amerikaner wollen. So sieht man das hier in Moskau.